So, hallo meine lieben Krebse und Krebsaszendenten, ich begrüße euch. Schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Ja, ich möchte mal eben gucken, was bei euch im März los ist, welche Botschaften ich euch vermitteln soll für diejenigen, die es betrifft. Denkt daran, das ist eine allgemeine Legung, kann und wird natürlich auch nicht jeden betreffen, sag ich mal. Und von so her, ich habe jetzt schon drei für euch gezogen. Das andere machen wir gleich zusammen. Da wollen wir mal gucken, was für euch gefallen ist. Und zwar haben wir hier einmal den Schatz des Drachen, Schutz der Zukunft. Hier geht es darum, Bewahrung des Vermächtnisses, nichts auf die lange Bank zu schieben und Dankbarkeit zu zeigen. Hat natürlich auch was mit der Vergangenheit zu tun. Dann haben wir hier den Angel of Balance, den Engel der Balance, sage ich jetzt mal, des Ausgleichs. Gleichgewicht wird wiederhergestellt und ihr sollt auf eure Intuition hören. Interessant. Und dann haben wir hier noch die große Weite. Ja, was wartet da noch auf euch? Ne? Sie steht hier oben, guckt in die Ferne, hat für mich auch mit Sehnsucht was zu tun, etwas zu verändern. Neuanfang, Schmetterling, gucken wir mal, was sich da noch für euch zeigt. Die große Weite. Da wartet noch was auf euch. Was wartet denn auf, meine lieben Krebse? Gucken wir mal. Für die Krebse. So, acht auf die acht Münzen bitte. Ass der Stäbe, Königin der Münzen, sechs Kelche. Page der Stäbe und die 10 Kelche. Ja, das ist aber klar. Ihr habt hier noch so ein bisschen, sag ich mal, was zu bearbeiten. Ja, es geht um die Zukunft, darüber auch nachzudenken. Wir haben hier die 8 Münzen. Die 8 Münzen sprechen immer von der Arbeit, die man schon geleistet hat, von Erfolg. Das heißt, es hat auch was mit der Vergangenheit zu tun, hier Dankbarkeit eben auch zu zeigen. Man benimmt sich oder man ist momentan in einer Aufbauphase, sich etwas Neues aufzubauen, sich zu beweisen. Man ist hier auch mit Ehrgeiz dabei, irgendetwas Neues vielleicht. Du bist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Das sagt mir der Baum hier auch nochmal als Bestätigung. Hier verwurzelt sich etwas, hier festigt sich etwas. Das heißt, ihr seid auf dem allerbesten Wege. So, dann haben wir hier das Ass der Stäbe. Also hier bekommt hier Unterstützung, Hilfe. Hier geht es um Willensstärke, um Autorität, um Führungspersönlichkeit, Durchsetzungskraft, Respekt, wenn ihr euch das vielleicht auf der Arbeit, vielleicht habt ihr eine neue Arbeit bekommen, eine neue Position, kann alles Mögliche sein. Hier bekommt ihr aber Hilfe und Unterstützung, also sehr, ihr seid hier auch wirklich auf dem richtigen Weg. Das kann auch sein, dass das noch kommt hier, dass ihr hier noch aufsteigen werdet.
Dann haben wir hier Königin der Münzen. Die Königin ist immer, ja, das hat was mit Wohlstand zu tun. Das heißt, es kann sein, dass ihr mehr Geld bekommt. Sie ist vom Typ her sehr rational, klug denkend, ne, auf die, also sie, man sieht das hier auch schon auf der Karte selber. Hier ist viel Grün, Gesundheit eben auch. Wir haben hier auch viel, auf der einen Seite Feuerenergie, die Stäbe, ne? In Form von einer Nachricht. Hier wird noch eine Nachricht reinkommen. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Hier geht es um vernünftiges Handeln. Und die, also jetzt nicht auszuflippen, sag ich mal, sondern, also hier wird eine Nachricht kommen für euch. In irgendeiner Form. Aber eine schöne Nachricht für euch. Ihr dürft jetzt dann nur nicht den Kopf zu verlieren. Dabei nicht zu emotional handeln, drücken wir das jetzt mal so raus. Also es ist jetzt nichts Negatives. Also ihr werdet hier aufsteigen. Ihr seid hier vollkommen auf dem richtigen Weg. Das heißt, bleibt dabei. Es geht hier um den Schutz eurer Zukunft. Also sich eine neue Zukunft aufzubauen. Und ihr bekommt hier, wie gesagt, diese Balance auch wiederherzustellen, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Sehr schön. Sehr schön. Dann haben wir hier die 6 Kelche. Die 6 Kelche. Erinnerung. Hat was mit der Vergangenheit zu tun? Man kehrt vielleicht gedanklich nochmal in die Vergangenheit zurück. Was hat man Vergangenheit? Ja, so eine Rückbesinnung ist das im Grunde genommen. Oder man denkt eben nochmal zurück. Und hier war der Turm. Das heißt, ihr habt ja auch etwas zurückgelassen. Dass man sich in der Vergangenheit vielleicht alleine gefühlt hat. Rückbesinnung auf die Vergangenheit. Aber irgendetwas ist in der Vergangenheit gewesen, was zurückgelassen wurde, wo ich aber aufgemacht habt. Ja, das ist, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. War das entweder beruflich, sag ich mal, dass es eine Selbstständigkeit war, was euch eventuell helfen wird bei dem neuen Job. Deswegen diese Rückkehr in die Vergangenheit. Ich möchte hier bitte noch eine Zusatzkarte haben. Naja, hier war Licht und Schatten. Hier war das Handeln drin, aber hier hat es Unklarheiten gegeben. Und, okay, ich glaube, weil wir haben hier den Page der Stäbe, das heißt, oder den Bube der Stäbe, das wäre jetzt das Gleiche. Bei dem Buben der Stäbe geht es immer darum, um Tatendrang, um Abenteuerlust. Mit sehr viel, das ist Feuerenergie, man hat vielleicht manchmal zu viel Energie. Da sollte man jetzt definitiv aufpassen, dass da nichts schief läuft. Also jetzt auch nicht, ja, den Kopf verlieren dabei, das meinte ich jetzt eben auch hiermit. Sich schon auf die Vergangenheit, die Erfahrung aus der Vergangenheit praktisch mit reinnehmen hier, damit man hier nicht zu hitzig, wie soll man das sagen, so sehr drauf losstimmt und sagt, ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, ist, ne? Also so ein bisschen aufpassen schon, dass man hier nicht falschen Sachen aufliegt, sich die Sachen genau anzugucken. Nicht übermütig werden, danach habe ich jetzt gesucht, nicht übermütig werden, sondern wirklich versuchen, so ein bisschen das Gleichgewicht auf eure Intuition hört, damit dieses, das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Und letzten Endes haben wir hier wirklich Friede, Freude, Eierkuchen, sag ich mal. Wirklich die 10 Kelche. Also noch besser und noch höher, sag ich mal, geht's eigentlich gar nicht. Die Erfüllung eurer Träume, Stabilität, Sicherheit, du hast alles, was du brauchst. Du hast finanzielle Sicherheit, eine beständige, vielleicht auch eine neue Liebe. Kann alles angehen.
Für einige wird es hier aber um berufliche Sachen gehen, so bekomme ich so rein. Hier bekommt ihr auch, wie gesagt, Unterstützung. Hier ist, vielleicht habt ihr auch mit einem Feuerzeichen zu tun, durchaus möglich, weil wir haben hier auch nochmal Feuer. Wir haben hier Feuer, wir haben hier Feuer. Da diese Rückbesinnung, ich glaube, das seid ihr ein bisschen selber. Wenn ihr bei euch bleibt, genau überlegt, was ihr tut. Ihr seid auf der Erfolgswelle, eure Pläne werden umgesetzt. Es kommt jetzt wirklich wieder ein Gleichgewicht rein. Da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Ihr dürft jetzt nur nicht hitzig oder hitzköpfig in irgendeiner Weise reagieren oder übermütig oder so. Ich glaube, ihr versteht schon, ne? Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Oder ihr habt mit einem Feuerzeichen zu tun, die euch so ein bisschen zu viel Feuer haben. Und wo ihr ein bisschen mit klarem Verstand klug hier vorstellen kann, das kann vorgehen müsst. Das kann auch mit einer Nachricht zusammenhängen, die ihr bekommt. Daraufhin erinnert euch ein bisschen an die Vergangenheit, wo man sagt, ruhig Blut, ne? Immer schön langsam mit den jungen Pferde. Da gab es nämlich schon mal Schwierigkeiten. Da werdet ihr aber mehr mit anfangen können. Also irgendetwas, irgendeine Rückschau wird jetzt hier noch stattfinden, wo ihr euch dran erinnert. Aber letzten Endes wird es für euch sehr gut ausgehen, wenn ihr die Nerven bewahrt. Ich drücke das jetzt mal so aus. Dann habt ihr auch diesen Blick in die große Weite. Dann werdet ihr euer Ziel auch erreichen. Meine Lieben, ich wünsche euch natürlich ganz viel Glück dabei. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und dann verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Ciao! Fünf habe ich schon mal. Machen wir vielleicht nachher nochmal. Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen arbeiten hier.